Ah, dieses Ding, ja, genau. Okay, jetzt kommt er wieder so an. Jetzt haben wir ihn. Ah, sehr gut. Okay. Wie viele Punkte gibt es? Wahrscheinlich so viele nicht, oder? Eine Halbmenschenasche. Da können wir Orks und 2400 Punkte. Da können wir tatsächlich Orks herbeirufen. Ist ja cool. Und sonst gibt es hier leider nichts mehr zu holen. Aber diese Orks, die sind doch interessant. Pass auf. Können wir die mal hier unten mit reinnehmen? Da sind sie. Halbmenschenasche. Kosten 69 FP-Punkte. Also gerade so viel, wie wir haben. Ein bisschen mehr haben wir. Ist schon interessant. Halbmenschenasche. Ruft 5 Halbmenschengeister herbei. Okay, die haben wir aber noch nicht gesteigert. Die Halbmenschenasche, logischerweise. Gut, dann zum Ausgang. Jawohl. Sehr schön. Sehr schön. Dann haben wir eigentlich schon viel geschafft von dem, was ich jetzt schaffen wollte in der Aufnahme. Genau. Diese ganze Halbinsel haben wir sozusagen erledigt. Hier müssen wir demnächst mal auch mal hoch. Das machen wir aber nicht in der heutigen Aufnahme. Ich glaube, in der heutigen Aufnahme werden wir nochmal gegen Parisen kämpfen und uns dann den Hüter des Kriegsmeisters vornehmen. Das wäre doch ein ganz gutes Ende für die heutige Aufnahme, wenn wir den schaffen würden. Denke ich doch. So. Da ist er sogar. Der wäre sogar da jetzt, ne? Sollen wir es probieren? Ich meine, warum eigentlich nicht? Komm, ich probiere es jetzt einfach mal. Vielleicht sind wir ja schon weit genug. Wenn er gerade da ist. 1, 2, 3, 4. Dann weg. Oh, nein! Ach, verdammt. Irgendwie hatte der den nicht im Visier. Und deswegen ist ein Quatsch. 3870 Runen haben wir. Das war jetzt Quatsch. Ich wollte eigentlich nur weg. Und dann hast du ja da hängen geblieben. Ist nicht so schlimm. Versuch war es wert. Ich wollte jetzt unsere Runen holen. Wo sind die denn? Hallo, Runen? Die Runen stehen da, direkt vor ihm. Der denkt sich wahrscheinlich auch, was hier nachts los ist. Was hier in dem Schuppen so nachts los ist, das gibt's ja gar nicht. So, jetzt zu den Riesen. Und vielleicht, wenn wir Glück haben, ist ein magischer, also ein 5000-Punkte-Riese dabei. Wir brauchen 14.500 Punkte. Wie oft muss ich denn das jetzt noch nachschauen? Haben wir das, warte mal, haben wir den richtigen Talisman? Ja, wir haben den richtigen Talisman, das heißt, wir hatten vorher den falschen. Bei dem anderen Boss hatten wir dann den falschen Talisman. Aber nicht so tragisch. Haben wir es trotzdem geschafft. Hey! Was soll das? Du bist ganz schön frech. Du bist ganz schön frech, Riesen. Riese. Riesenriese der Riese. Den haben wir. Der da ist der nächste. Und hast du rote Augen? Leuchtende Augen? Nein. Wie viel machen wir jetzt? 247. Das ist auch wieder mehr geworden, oder? Ja, stimmt. Wir haben ja einmal gesteigert. Super. Den haben wir auch. Inzwischen geht das doch ziemlich gut. Dann holen wir uns den Sitzriesen hier. Da ist auch ein Pilz gleich nebenan. Den nehme ich ihm auch noch mal mit. Halt, hol dir den Pilz. Wir hängen. Den Pilz hat er sich jetzt nicht geholt. Okay, da muss man warten. Erstmal den Sitzriesen erledigen. Hallo. Was ist denn jetzt los? Ich will unser Pferd rufen, aber es geht nicht. Jetzt haben wir es. Wir hängen. Wir werden verfolgt. Seht ihr den Schatten? So.
Du hältst dich wohl für besonders schlau, aber jetzt geht's dir an den Kragen. So. Wir dürfen uns jetzt in Ruhe mal diesen Pilz holen. Dankeschön. Wo ist der Pilz? Da hinten ist der Pilz. Wollt mir doch nur in Ruhe den Pilz holen. Ich glaube, da sind wir jetzt wieder an dem falschen vorbei, oder? An dem anderen vorbei. Da ist der andere. Jetzt haben wir wieder zwei getriggert, aber es ist nicht so tragisch. Die kämpfen sich schon wieder gegenseitig. Autsch! Nein, 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 nein. So, jetzt hat der eine Riese den anderen getötet. Da ist es doch gar nicht so schlecht. Und zack. Sehr gut. Da haben wir gerade vorhin noch einen Totenkopf aufgemacht. Den würde ich ganz gerne noch einsammeln, die goldene Rune. Die Sache ist die, wir haben jetzt noch nicht genug Punkte, ne? Wobei es war auch kein 5000 Punkte Riese dabei. Wir müssen also das Ganze nochmal starten, damit wir gewappnet sind gegen unseren Erzfeind, diesen komischen Typen da drin. Wie viele Pilze haben wir eigentlich inzwischen? Ich schau mal ganz kurz. Ich interessiere mich für unseren Pilzvorrat. 23 Pilze, sehr schön. Da können wir auch nochmal hier was herstellen. 3 Stück, machen wir das. Das ist doch super. Okay, wie viele Punkte brauchen wir? Wir brauchen rund 6000 Punkte, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Ja, ungefähr 6000 Punkte. Das heißt, wenn wir hier keinen Spezialriesen haben, reicht das dieses Mal auch nicht. Punkte. Dann lassen wir den Sitzriesen sein und holen uns mal den da zuerst. Ich dachte ja früher, der Sitzriese wäre ein besonderer Riese, aber das ist ein ganz normaler, ganz normaler Nervriese. Ja, also, aber nicht so nervig wie der hier. Der ist auch sehr nervig. Aber jetzt geht er erstmal in die Knie und wir können ihn erledigen. So. Dann holen wir uns den da und dann sind wir schon bei 12.000 Punkten, knapp 12.000. Der geht auch so komisch in die Knie. Sehr merkwürdig. Gut. Dann haben wir den auch. Viele Punkte brauchen wir nicht mehr. So, ich hoffe, das ist für euch nicht zu langweilig, wenn wir hier ab und zu mal auf Riesenjagd gehen. Aber es ist leider tatsächlich in dem Spiel nötig. Das Spiel lebt auch ein bisschen davon, dass man ab und zu einfach mal Runen farmen muss, damit man weiterkommt. Es ist tatsächlich so. Es ist von den Entwicklern auch so gewollt, dass man immer diese Trial-and-Error-Kreise hat. So, halt. Mach mal. So. Da den Pilz. Sehr schön. Und hier haben wir noch eine goldene Rune. Die Frage ist, haben wir genug goldene Runen, um die letzten 1000 Punkte dadurch zu bekommen? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Oder? Das müsste doch reichen. Ja, es reicht. Sehr schön, es reicht. Dann gehen wir zur Kriegshütte. Ich laufe da jetzt einfach mal hin, zur Abwechslung. Ich weiß, wir könnten uns teleportieren.
Aber zur Abwechslung laufe ich da jetzt einfach hin. Da ist sie auch schon. Dann holen wir uns noch eine weitere Stufe. Ich werde meinem Plan treu bleiben und erstmal in Stärke investieren, bis wir bei Stärke 40 sind. Und dann versuchen wir den Typen dazu zu besiegen. Ich nehme jetzt eine Stunde 44 Minuten auf, nur falls es euch interessiert. So, Stärke 38 sind wir dann. Zweimal brauchen wir noch. Sehr schön. Ich will in dieser Aufnahme diesen Typen noch besiegen. Und ich glaube, wir können das gut schaffen. Ich glaube, wir können das schaffen. Wir müssen hier nochmal kurz resten. Noch ist er nicht weg. So, wir haben jetzt 935 Runen. Das ist okay. So. Und los geht's. Ah, jetzt warte, den schmalen wieder. Oh, das war jetzt fies. Nicht zu weit weg, aber auch nicht zu nah hin. Wenn er da einen komischen Griff macht, da müssen wir aufpassen. Ha! Sie sind uns da wieder rein. Ich hasse das, wenn die da reingehen, die Feinde, ihr wisst es. Jetzt muss man sehen, dass wir wegkommen. Ach, verdammt. Okay, wir haben noch nicht mal die Hälfte geschafft. Ach, ich dachte, wir wären schon besser gewesen. Langperlenjäger. Ich dachte, wir wären schon besser gewesen. Wir können aber ein bisschen probieren, mit Feuer zu spielen. Erstmal die Runen holen. Natürlich, klar. Ich dachte, wir wären besser gewesen. Hat er denn jetzt nicht geholt? Jetzt hol dir doch mal. Ich drücke jedes Mal, wenn wir vorbeilaufen, aber irgendwie holt er die nie. Ganz kurz mal in die Ausrüstung gucken. Was hätten wir denn noch zur Alternative? Wir hätten hier Magiefett, Magieschaden und Blitzschaden. Aber das, ich weiß nicht, ich glaube, das können wir nicht neu herstellen. Ne? Fäulnis Fett, Scharlachfäule und Blutverlust. Aber das sind, glaube ich, alles Sachen, die wir nicht herstellen können. Oder... Ja, die können wir alle nicht herstellen. Wir können nur das Feuerfett herstellen. Deswegen möchte ich die anderen jetzt erstmal nicht verbrauchen oder nicht gebrauchen. Das ist mir noch zu heikel. So, Zeitvertreiben bis zum Nachteinbruch. Das muss man doch jetzt hinbekommen. Das gibt's doch nicht. Durch diesen blöden Bug müssen wir halt da immer wieder rein. Das ist echt nervig. So, dann den hier und den hier. Die ersten vier Schläge, die funktionieren immer wunderbar. Und dann verließen sie ihn. So. Uns um, der Fiesling. Okay, das war schon gar nicht so schlecht. Was sollte das jetzt werden? Okay, wir sind tot. Aber diesmal waren wir schon ein bisschen besser. Schon ein bisschen besser. Ja, schau nicht so. Schau nicht so. Du Gemeiner. Ich weiß schon genau, was du planst. Also das Problem ist, wir können unsere Zauber eigentlich nicht wirklich einsetzen, weil wenn wir unsere Zauber einsetzen, dann haben wir unser Schild nicht. Wir können entweder Schild oder Zauber einsetzen. Das ist ein bisschen das Problem. Ja. Ich glaube, jetzt verlieren wir wieder Runen. Ne? Jetzt haben wir nämlich nur 935. Ich
Ich halte das mal im Blick. Ich glaube, bei ihm war das so, dass man da Runen verliert, wenn man die wiederholt. Es ist nicht immer so. Es ist nur bei manchen Stellen so, dass man da Runen verliert. Und ich glaube, hier war das so. 935, merken wir uns mal. Also ich werde das jetzt nicht unendlich oft hier probieren. Ich werde es vielleicht noch zwei, dreimal probieren. Und wenn wir es nicht besser schaffen als bis zur Hälfte, dann werde ich erstmal wieder ab. Also das sein lassen und beim nächsten Mal in der nächsten Aufnahme werden wir dann weiterspielen und vielleicht dann auch zum Beispiel mal gegen Godric probieren. Weil da haben wir ja Unterstützung. Vor allem, wenn wir dann auch noch Runen verlieren, das ist ja echt blöd. Wie fies, echt. Das war nicht gut. Er schlägt dann immer so zu, ne? Und dann. Ja, also ich versuche dann abzuwehren, aber vielleicht ist das Abwehren gar nicht die beste Möglichkeit. Vielleicht ist es viel besser oder wäre es viel besser. So, jetzt schauen wir mal, wie viele Runen wir haben. 935. Nee, da haben wir nichts verloren. Okay. Vielleicht wäre es viel besser, uns da irgendwie abzurollen oder zu ihm hinzurollen, um in eine bessere Kampfposition zu kommen. Es gibt hier ja noch einen zweiten Boss, der in der Nacht da ist. Vielleicht sollen wir vielleicht den mal probieren. Ich glaube, ich probiere den anderen Boss mal. Einfach nur so zum Spaß. Ja, wir probieren mal den anderen Boss. Der ist ja auch nachts da. Der müsste hier sein. Ich weiß, da sind auch Riesen, aber die Riesen dürften uns eigentlich da nicht stören. Weil der Boss ist da oben auf diesem Ruinenfeld und da sind ja keine Riesen. Ich probiere es einfach mal. Einfach zum Spaß. Die Drachen müssten wir vielleicht vorher ausschalten. Das wäre schon gar nicht schlecht. Aber das kriegen wir hin. Oh, der Todesvogel ist schon getriggert. Da ist er schon. Okay, dafür können wir uns jetzt diese Goblins mal holen. Ja. Ah, jetzt haben wir natürlich da gerade blöderweise diesen. Geh weg! Goblins, lenken die dich ab? Tja, so ein Pech. Ich würde dann ganz gerne mal dem eigentlich eine draufhauen. Also die Goblins sind nicht schlecht dafür, dass wir sie noch gar nicht gesteigert haben, ne? Ja, wir können uns ja auch mal die Goblins in Stufe 1 holen. Zumindest. Ja, genau. Ich würde ihn nämlich ganz gerne mal viel mehr da drauf hauen. Ah, das geht doch ganz gut. Das geht doch ganz gut. Wie schaut es mit Magie aus? Achso, da müssen wir uns den hier holen. Wie schaut es mit Magie aus? Magie geht auch ganz gut. Ups, das war jetzt fies. Okay, die Goblins sind schon fast alle tot. Kann es sein, dass wir ihn gerade am Kopf erwischt haben? Ach, wir sind leider tot. Okay, also die Goblins waren schon mal nicht schlecht dafür, dass sie immer noch Stufe 0 sind. Ich glaube, ich werde die Goblins mal auch upgraden. Oder Orks, sage ich da eigentlich immer, ne? Ich glaube, ich werde die Orks mal upgraden. Und dann kommen wir da nochmal zurück. Ich finde das eine ganz coole Sache. Ich möchte den jetzt gern besiegen und wir haben da, glaube ich, mehr Chance als gegen den Typen. Ach so, warte mal, wir müssen erst die Runen holen. Hahaha, ha, ha, wir müssen erst unsere Runen holen. Sonst können wir überhaupt nichts upgraden. Und dann sollten wir wahrscheinlich. Ah, ich vergesse auch immer, den Talisman rauszunehmen. Den müssen wir natürlich auch noch rausnehmen. Den Talisman müssen wir auch noch rausnehmen. Also, Runen holen und einen Riesen besiegen, weil ich brauche ein paar Punkte für die Goblins, also für die Orks zum Upgraden. Hallo? Ich ärgere mich jetzt ein bisschen, dass wir keiner von diesen Lilien Typ 2 aufbewahrt haben.
um dort, nein, den Riesen bitte, hallo, hallo. Die haben Ideen. Also die Gräberlilien Typ 2 hätte ich ganz gerne nochmal. Oh, der zweite Riese, der zweite Riese, der zweite Riese. Um die Goblins abzugraden, ne? Klar. Sehr gut. So, wo ist er da? Er macht hier wieder den Schwertofix, aber das war's gleich mit dem Riesen. So. Ich bin schon wieder voll so drin, ne, in der Riesenmanie, aber ich glaube, ich bleibe auch kurz in der Riesenmanie. Wenn wir schon hier sind, ist er wieder in die Knie? Ja, komm, geh in die Knie. Nein! So habe ich das nicht gemeint, mit in die Knie gehen. Ja, wunderbar. Sehr schön. Dann noch die beiden Freunde da hinten und dann gehen wir auf den Vogel. Mit den verbesserten Orks. Die muss ich natürlich vorher noch verbessern. Das geht da wieder in die Knie. Also irgendwie ist das, glaube ich, ein Fehler im Verhalten des Riesen, dass er das ab und zu mal macht. So, hier drüber. Hallöchen, ich bin's, ich komme kurz vorbei. Ich wollte kurz Hallo sagen. Hey, was soll denn das? Das war unsympathisch von dir. Sehr gut. 249 machen wir inzwischen Schaden. So, damit ich es jetzt nicht vergesse, werde ich jetzt sofort den Talisman umwechseln. Und ich weiß gar nicht, ob das hier der Beste ist. Verbessert den Abwehrkonter. Ich weiß nicht, ob das das Beste ist. Beste ist. Ob nicht zum Beispiel das hier erhöht die Lebenskraft besser ist. Oder auch hier erhöht maximale Lebenspunkte. Erhöht die Lebenskraft. Erhöht die LP. Was ist das Gleiche? Ha, wir können es mal ausprobieren. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wir behalten es. Wir bleiben bei dem. Jetzt müssen wir erstmal die Nacht wieder herbeiholen. Nee, stimmt. Wir müssen ja auch dorthin. Wir müssen dorthin. Okay. Jetzt habe ich dann ein Ding gesetzt, ne? Den mache ich wieder weg. So. Also wir müssen dorthin. Wir müssen die Goblins upgraden. Genau. Die waren dort hinten. Hallo. Die Goblins, 725 kostet uns das. Genau. Stufe 2 geht hier leider nicht. Sehr gut. Dann zurück an Ort und Stelle. Dann die Nacht herbeiholen. Und dann nochmal in den Kampf gehen. So. Diesmal könnten wir es schaffen. Mit den verbesserten Orks könnten wir es schaffen. Ich könnte auch die Orks vielleicht verbessern. Ja, das werde ich mal vielleicht probieren. War das hier? Ja, da war das, ne? Genau. Ich werde das tatsächlich mal probieren. Ich hole uns mal die Orks.
Und dann werde ich die Klammer verbessern. Was macht ihr denn? Schau mal, ich will euch da verbessern, Leute. Genau, so machen wir das.